Hallo Internet, hier ist wieder Bacon-Zack für euch und willkommen zu meinem neuen schnellen kleinen Star Wars Episode 8 Theorien Video. Okay, es ist noch grob eine Woche hin, bis Episode 8 im Kino erscheint und kurz vor Toresschluss gibt es tatsächlich noch etwas Neues über Rey und ihre Eltern. In meinem langen Theorienvideo zu Episode 8 habe ich euch ja bereits zwei Theorien zu dem Ursprung von Rey präsentiert. Solltet ihr es noch nicht gesehen haben, dann guckt es euch an. Ist gut geworden, habe ich gesagt bekommen. In dem Video selbst habe ich ja gesagt, dass ich es für am wahrscheinlichsten halte, dass Reys Eltern einfach unwichtige, bisher unbekannte Charaktere sind, die eben keinen großen Hintergrund in der Geschichte von Star Wars haben. Tja, genau das wurde mit dem Release von Star Wars Battlefront 2 mehr oder weniger bestätigt. Im Story-Modus spielt ihr mit Aiden Vasio, einer Spezialagentin des Imperiums. Die kurze Story könnt ihr euch komplett in meinen zwei Livestreams anschauen. Am Ende des Spiels werden Aiden und ihr ehemaliger Kamerad Miko, welche beide mittlerweile zur Rebellion übergelaufen sind, nicht unbedingt subtil als mögliche Eltern von Rey vorgestellt. Die beiden finden zueinander und das auf Jakku, dem Planeten, auf dem Rey in Episode 7 wohnt. In meinem Livestream habe ich leicht irritiert auch direkt die Frage in den Raum geworfen, ob die beiden denn nun ihre Eltern sind. Wow, das war's. Ich weiß jetzt schon, was alle schreien werden. Oh, das sind bestimmt die Eltern von Rey. Ja, kann sein. Nun könnte man sagen, dass nur weil diese zwei auf Jakku miteinander rumzüngeln, sie nicht automatisch die Eltern von Rey sein müssen. Und das ist auch genau so und deswegen habe ich mich bisher auch nicht zu dem Thema weiter gemeldet. Aber gestern habe ich dann mehr oder weniger zufällig ein offizielles Promotion-Video von Battlefront 2 gesehen. It even rewards the players with hints to a question we've been asking since Episode 7's release. Von welcher Frage sprechen die da? Es gibt eigentlich nur eine einzige Frage, auf die euch das Spiel mit der Nase draufstößt. Und das ist nun einmal Reys Ursprung. Für mich ist das der Beweis, dass die beiden tatsächlich Reys Eltern sind. Das kann man jetzt so oder so sehen. Also zum einen habe ich dann soweit recht damit, dass ihre Eltern relativ unwichtig sind. Und zum anderen finde ich die Wahl der Eltern selbst mega schlecht. Ich glaube, ich hätte es wirklich besser gefunden, wenn man ihre Eltern komplett anonym belassen hätte. Ich habe sogar die Vermutung, dass Disney ursprünglich genau das machen wollte, eben aus den Gründen, die ich im langen Star Wars Theorien Video angesprochen habe. Dass es unwichtig ist, wo du herkommst, dass du alles erreichen kannst, bla bla blub. Ich könnte mir vorstellen, dass Disney erst angefangen hat, eine Lösung auf die Frage nach Reys Eltern zu suchen, als sie bemerkt haben, dass die Fans darauf völlig steil gehen. Und bei den Verhandlungen zwischen EA und Disney nach den Kanon-Inhalten des Story-Modus wird EA bestimmt sowas gesagt haben wie: Herr Maus, Sie müssen uns schon etwas geben, damit die Story interessant ist. Ansonsten spielt doch keiner die Story. Hoho, ihr heutigen Butler! Was glaubt ihr eigentlich, mit wem ihr hier redet? Entwickelt doch selbst was Anständiges! Ja, aber Herr Maus, Star Wars-Fans haben immer so hohe Erwartungen und... Ihr dreckigen Schwanzlutscher! Die einzige Erwartung, die ihr erfüllen muss, ist, dass die Kasse klingelt! Ja, ja, das verstehen wir, Herr Maus. Dazu haben wir ein gutes System mit Lootboxen eingebaut und... Ist mir scheißegal, was ihr einbaut! Ihr seid meine Nutten und habt gefälligst die Kohle zu liefern! Jawohl, aber... Wenn wir nichts zum Anbieten haben, kauft keiner das Spiel. Und dann machen wir auch kein Geld mit Lootboxen. Oh, ihr verdammten Heulsusen! Na gut, macht den Spieler einfach zu einem von Reys Eltern. Darauf gehen diese verdammten fetten Nerds steil. Oh, oh, vielen Dank, Mr. Maus. Das ist so großzügig. Mir egal, wie ihr das findet. Ihr kriegt die Reste, die ich wegwerfe und sowieso nicht mehr benutzen wollte. Hauptsache, ihr verschandelt meine Marke nicht, ihr inkompetenten Kotzkrücken. Ja, und dann ging der Shitstorm wegen den Lootboxen los und Disney dann wahrscheinlich nur so. Wuff! You don't fucking talk to me like that! Der Punkt ist, Disney hat das EA bestimmt erlaubt, weil sie es sowieso nicht mehr einbauen wollten. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass Disney solch ein wichtiges Detail in einem Videospiel fallen lässt und das während die Filme noch aktuell sind. Weil die können sich halt nicht sicher sein, dass jeder Fan das Spiel dann auch konsumiert.
Das macht halt nur ein gewisser, geringer prozentualer Anteil. Wenn das stimmt, zeigt das also zwei Sachen. Erstens, warum Disney jetzt so angepisst war, dass der Shitstorm um das Spiel nun losgeht. Und zum anderen, wie unwichtig dieses Detail aber eigentlich doch für Disney und in Bezug auf ihre weiteren Star Wars Filme ist. So oder so, wenn ich mir diese Familienkonstellation jetzt so anschaue, dann wirkt das einfach antiklimaktisch für mich. Ich finde, wenn sie die Eltern von Rey zeigen, dann mit mehr Abstand zu den neuen Filmen und dann auch mit mehr Gewicht für die Story oder eben keinerlei Gewicht für die Story. Für mich sind diese ehemaligen Imperialen jetzt irgendwie so ein wenig halbgarer, hingeschusterter Mist. Okay, aber warum wächst Rey denn nun allein auf Jakku auf? Ich vermute jetzt einfach mal, dass Imperium oder irgendwer anders kam, welche die Eltern wieder indirekt dazu gezwungen hat zu kämpfen und ihre Tochter zu beschützen. Vermutlich wollten sie zurückkommen, wurden im Kampf aber einfach getötet. Zumindest von Miko sehen wir, dass er von der Ersten Ordnung und Kylo Ren getötet wird. Unkar Platt könnten sie bezahlt haben, damit er für einen Zeitraum auf Rey aufpasst. Nachdem die Eltern nicht wiederkamen und die weiteren Bezahlungen ausblieb, hat er sie dann halt rausgeworfen bzw. sich selbst überlassen. Dadurch bleibt Reys Ziel intakt und für jeden, der das Spiel gespielt hat, ist das simpel und verständlich. Es ist auch lustig, wie bescheuert einfach diese Erklärung jetzt wieder einmal ist. Es kamen jetzt einfach zwei Charaktere, die man vorher noch nicht kannte, und die sind jetzt halt Reys Eltern. Keine versteckte Enthüllung, nichts Kompliziertes. Habt diese Vorgehensweise bitte im Hinterkopf, wenn ihr in Zukunft auf Episode 9 wartet und dann über Snoke nachdenkt. In diesem Sinne, wir sehen uns alle nächste Woche im Kino und möge die Macht mit euch sein.